Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13 sowie Zusatzpunkt 4, Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales mit dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Solidarische Mindestrente einführen, Altersarmut wirksam bekämpfen und das Rentenniveau anheben, sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales mit dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Mit der Garantierente Altersarmut bekämpfen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Und ich werde die Aussprache eröffnen, sobald diejenigen, die gehen wollen, das auch getan haben. Da können wir anfangen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat als erster für die Fraktion der SPD der Kollege Ralf Kapschak. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer, der Sozialstaat beweist sich nicht nur in guten Zeiten. Wenn es knackt und knirscht, wird deutlich, ob der Sozialstaat funktioniert. In der Krise wird deutlich, ob die Demokratie funktioniert oder nicht, ob sich die Menschen auf den Staat verlassen können, ob er ihnen hilft, wenn sie Hilfe brauchen. Wir haben in den vergangenen Wochen Entscheidungen getroffen, die zeigen, die Menschen können sich auf den Sozialstaat verlassen. Und das ist gut so. Der Sozialstaat funktioniert, nicht fehlerlos, wie auch. Aber er zeigt in dieser einzigartigen Krise, wozu er fähig ist. In diesen Zeiten wird aber auch klar, wer es wirklich ernst meint mit der Solidarität, wer auf Zusammenhalt setzt und nicht auf Spaltung. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht auch hier in diesem Hohen Haus Paketboten, Pflegekräfte und die Kassiererinnen im Einzelhandel für ihren Einsatz in der Corona-Krise sehr gelobt werden, und das völlig zu Recht. Nur Lob alleine reicht nicht. Wertschätzung hat auch etwas mit konkretem Handeln zu tun. Deshalb finde ich es nicht nur verlogen, sondern ein verheerendes Signal, wenn ernsthaft darüber nachgedacht wird, den Mindestlohn abzusenken. Das geht gar nicht. Das ist ein Schlag ins Gesicht vieler tausend Frauen und Männer, die jeden Tag versuchen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und das in oft extrem anstrengenden Jobs und bei niedrigen Löhnen. Niedrige Löhne bedeuten in der Regel auch niedrige Renten. Wer jetzt einer Senkung des Mindestlohns das Wort redet, der nimmt rasant wachsende Altersarmut in Kauf. Das kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Ganz im Gegenteil, wir wollen, dass der Mindestlohn so rasch wie möglich erhöht wird, auf 12 Euro. Das würde das Problem der Altersarmut nicht lösen, aber verringern. Ein funktionierender Arbeitsmarkt, gute Tarifverträge und ordentliche Löhne sind der Schlüssel für eine ausreichende Altersversorgung. Und man könnte auch darüber nachdenken, ich sage das mal ganz offen, dass Arbeitgeber, die nur den Mindestlohn zahlen, den Rentenbeitrag auf einen Mindestbeitrag für eine armutsfeste Rente aufstocken müssten. Das würde zielgenau jene Arbeitgeber sozusagen in Haftung nehmen, die unzureichende Löhne zahlen. Und das würde die Solidargemeinschaft entlasten. Nun gibt es ja auch hier einige, das werden wir gleich auch hören, die sagen, Altersarmut ist ja gar kein Problem. 3% der über 65-Jährigen sind in der Grundsicherung. Worüber redet ihr? Warum die Aufregung? Zum einen, weil die Zahl seit Jahren steigt, zum anderen, weil ein großer Teil derjenigen, die Anspruch auf Grundsicherung haben, diese nicht in Anspruch nehmen. Aus Scham, aus Unwissenheit und aus Befürchtung, dass ihre Kinder vom Sozialamt zur Kasse gebeten werden. Und, der Zwischenruf war richtig, die Grundsicherung deckt lediglich das Existenzminimum ab. Armut beginnt in diesem Land ganz woanders. Aber es geht nicht nur darum, Altersarmut zu vermeiden, es geht vor allem darum, sicherzustellen, dass Frauen und Männer, die lange gearbeitet haben, eine ordentliche Rente bekommen. Dazu gibt es in diesem Haus unterschiedliche Ideen. Einig sind wir uns da mit den Grünen und Linken, dass die gesetzliche Rente das Fundament für eine gute Altersversorgung bleiben muss. Einig sind wir auch bei allen Unterschieden im Detail, dass es eine gesetzliche Rentenversicherung geben soll, in die alle einzahlen. Zum Beispiel auch Selbstständige, Abgeordnete und auch Beamte.
In Ihrem Antrag schlägt die Linke unter anderem vor, das Rentenniveau bei der gesetzlichen Rente deutlich zu erhöhen. Bei aller persönlichen Sympathie für diese Forderung, wart's mal ab, das Rentenniveau ist ein Indikator, der oft missverstanden wird und allein relativ wenig aussagt. Das Rentenniveau ist ja nicht, wie viele meinen, der Prozentsatz des letzten Einkommens, sondern das Verhältnis von Durchschnittseinkommen zur Standardrente, also eine statistische Größe. Und die hat unter Umständen kuriose Auswirkungen. Wir werden nämlich im nächsten Jahr erleben, dass das Rentenniveau steigt, weil die Löhne wahrscheinlich nicht so stark steigen wie die Renten in diesem Jahr. Das führt dazu, dass das Rentenniveau steigt, ohne dass sich an der materiellen Situation der Rentnerinnen und Rentner irgendetwas geändert hat. Das zeigt, das Niveau ist ein Hinweis, aber allein wenig aussagekräftig. Trotzdem ist es nicht in Ordnung, dass man auch als Durchschnittsverdiener immer länger arbeiten muss, um einen Rentenanspruch zu erwerben, der oberhalb der Grundsicherung liegt. Und deshalb war es richtig, den Sinkflug des Niveaus zu stoppen und für die nächsten Jahre zu garantieren, dass das Niveau nicht unter 48% sinkt. Das hat die SPD durchgesetzt. Wie kriegt man es hin, dass Menschen im Alter eine Rente bekommen, die einigermaßen reicht, die anerkennt, wenn Frau oder Mann lange gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben? Die Linke schlägt unter anderem eine Mindestrente vor. Die unabhängig, nicht zu früh klatschen, nicht zu früh klatschen. Die unabhängig von Beitragszahlungen an die Rentenversicherung bei 1050 Euro liegen soll. Das lehnt zum Beispiel der Sozialverband VdK und der DGB ab. Ein armutsfestes Existenzminimum ohne Vorleistung sei Sache der Grundsicherung und nicht der Rente, schreibt der DGB in seiner Stellungnahme. Da ist was dran. Die Grünen fordern eine Garantierente, die nach 30 Jahren Versicherungsjahren auf den Gegenwert von 30 Entgeltpunkten aufgestockt werden. Darüber kann man sich unterhalten, auch wenn es da aus unserer Sicht noch eine Reihe von Details zu klären gibt. Vielleicht haben wir in den nächsten Jahren ja mal Gelegenheit, einen gemeinsamen Vorschlag zu entwickeln. Die aktuelle Mehrheit in diesem Haus hat sich für das Modell der Grundrente entschieden, die jetzt auf dem Tisch liegt. Sie ist komplizierter geworden, als das sein müsste aus unserer Sicht. Aber es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Mit ihr werden langes Arbeiten, Kindererziehung und Pflege von Angehörigen anerkannt. Wer 33 Jahre Grundrentenzeiten nachweisen kann, wird eine höhere Rente bekommen. Klar, man kann über Details immer streiten. Aber es ist nach zwei vergeblichen Versuchen in den vergangenen Wahlperioden jetzt zum ersten Mal so weit, dass ein entscheidungsreifer Vorschlag hier im Parlament liegt. Die Menschen warten darauf, dass es jetzt ernst wird. Gerade die, die jeden Tag mit ihrem Einsatz unter schwierigsten Bedingungen den Laden am Laufen halten. Die Paketboten, die Kassiererinnen im Einzelhandel und die Pflegekräfte. Sie haben völlig zu Recht kein Verständnis für taktische Verzögerung und das Argument, für die Grundrente sei gerade mal kein Geld da. Die Grundrente ist kein Luxus. Im Gegenteil, sie steht für Gerechtigkeit und Solidarität. Der Sozialstaat beweist sich nicht nur in Schönwetterzeiten. Und gerade jetzt zeigt sich, wer es ernst meint mit der Solidarität in der Gesellschaft und wer auf Zusammenhalt setzt und nicht auf Spaltung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin in der Debatte ist für die Fraktion der AfD die Kollegin Ulrike Schielke-Ziesing. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Bürger. Der Antrag der Linken zur solidarischen Mindestrente enthält gleich zwei Lösungsvorschläge. Auf der einen Seite soll mit unterschiedlichsten Maßnahmen die gesetzliche Rente gestärkt und damit die durchschnittliche Rente erhöht werden. Auf der anderen Seite ist dann aber eh alles egal und die große Lösung heißt Einheitsrente für alle. Die gesetzliche Rente ist in den letzten 20 Jahren geschwächt worden. Ein zentrales Symptom ist das sinkende Sicherungsniveau der Rente. Dieser Diagnose der Linken in ihrem Antrag ist weitgehend zuzustimmen.
Der Behandlungsvorschlag der Linken sieht jedoch neben einer Anhebung des Rentenniveaus auf 53% die sogenannte solidarische Mindestrente vor. Der Wirkstoff dabei besteht in einer monatlichen Mindestrente in Höhe von 1050 Euro netto. Diese Alterssicherung soll jedermann beziehen können. Voraussetzung für diese Jedermann-Rente ist lediglich die Vollendung des 65. Lebensjahres und der dauerhafte Aufenthalt in Deutschland. Eine eigene Rente unterhalb der 1050 Euro soll gegebenenfalls auf diese Mindestrente aufgestockt werden. Ob Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt wurden oder nicht, ob und wie lange im Inland Steuern gezahlt wurden, ob Kinder großgezogen wurden oder ob sich in sonstiger Art und Weise positiv in die Gesellschaft eingebracht wurde, all das spielt für den Zugang zu der Mindestrente der Linken keine Rolle. Diese Rente ist einfach für alle da, für alle, die in Deutschland dauerhaft leben. Wir haben damit eine Art bedingungsloses Grundeinkommen, das an anstrengungslose Voraussetzungen anknüpft. Das Rentenkonzept der Linken ist nicht zu Ende gedacht und weit entfernt von jeder Rentengerechtigkeit und vor allen Dingen von der Realität. Die Mindestrente der Linken bietet keine Rentengerechtigkeit, weil sie den Rentner, der mit eigenen Beiträgen eine Rente von mehr als 1050 Euro erarbeitet hat, allenfalls durch eine geringe Aufwertung profitieren lässt. Und zugleich den Lebenskünstler, der vielleicht sein ganzes Leben nicht einen Euro eingezahlt hat, eine Rente von 1050 Euro sichert. Diese solidarische Mindestrente macht die gesetzliche Rente kaputt. Für den optimalen Rentenbezug kommt es nicht mehr auf eigene Beitragsleistung über lange Zeit an, sondern lediglich darauf, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. 45 Beitragsjahre in Vollzeit lohnen kaum, wenn man nicht mindestens durchschnittlich verdient. Warum denn also noch arbeiten gehen? Auf keinen Fall sollte man auch zu viel verdienen, denn nach den Linken werden hohe Renten künftig degressiv abgeflacht, also mit einem Rentendeckel versehen. Wer zu viel Rente hat, der wird solidarisch gedeckelt. Die weitere Idee der Linken, die Beitragsbemessungsgrenze anzuheben, in Kombination mit dem neuen Rentendeckel, ist auch sehr kreativ. Sehr kreativ, wenn man eine neue Steuer einführen will. Das Ganze hat nichts mehr mit einer Rentenversicherung im Sinne einer Versicherung zu tun, sondern ist dann nur eine neue Steuer für Gutverdiener. Das Rentenkonzept der Linken ist ungerecht und zeigt schwerste Nebenwirkungen bei den Rentnern und der Rentenversicherung. Diese Medizin mit Nebenwirkungen wollen und brauchen die Bürger nicht. Die Garantierente der Grünen bereichert auch die Rentendiskussion. Sie enthält jedoch neue Ungerechtigkeiten. So fordern die Grünen eine Art Rentensplitting bei Ehegatten und dies während der laufenden Ehe. Die Grünen wenden sich also einerseits gegen das steuerliche Ehegattensplitting, fordern aber andererseits ein Rentensplitting. Das muss man nicht unbedingt verstehen. Ein zwangsweises Rentensplitting trägt schwere Unfrieden in die Familien hinein, kratzt an der Eigentumsgarantie und schafft ein neues Bürokratiemonster. Eine solche Zwangsbeglückung braucht keiner und wird durch uns abgelehnt. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Peter Weiß. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die gesetzliche, umlagefinanzierte, beitragsfinanzierte gesetzliche Rente ist und bleibt die wichtigste Säule der deutschen Altersversorgung. Und gerade in Krisenzeiten wie diese zeigt sich, diese gesetzliche Rente ist krisenfest. Und das ist eine gute Nachricht. Und das Zweite, was ich anmerken möchte, ist, weil das Thema mit dem Mindestlohn angesprochen worden ist, wir als Parlament haben ein Mindestlohngesetz beschlossen, was richtig ist, weil anständige Löhne zu einer sozialen Marktwirtschaft gehören, indem wir den Tarifpartnern, die in Deutschland für die Lohnfindung zuständig sind, nämlich Gewerkschaften und Arbeitgebern, eine Mindestlohnkommission geschaffen hat, die diesen Mindestlohn festlegt. Und deswegen möchte ich auch für die Unionsfraktion erklären, wir wollen keine Absenkung des Mindestlohns, sondern wir wollen Respekt und Anerkennung für die hervorragende Arbeit der Mindestlohnkommission, deren Ergebnisse auch 1:1 umzusetzen sind. Unser Rentensystem
ist lohn- und beitragsbezogen. Das heißt, jeder erwirbt sich mit den Einzahlungen in die Rentenversicherung einen Anspruch. Und natürlich erwartet derjenige, der mehr eingezahlt hat als ein anderer, der ganztags gearbeitet hat im Vergleich zu jemandem, der halbtags gearbeitet hat, der sich angestrengt hat, auch eine entsprechende Gegenleistung eines Tages aus der Rentenversicherung. Und was jetzt an Anträgen hier vorliegt, hat einen großen, großen Fehler. Es sind letztlich beides Vorschläge, für einen großen Teil der Rentner und Rentner in Deutschland eine Einheitsrente zu schaffen, ohne Rücksichtnahme auf das, was man geleistet hat. Und ich muss Ihnen ganz klar sagen, das lehnen wir nicht nur ab, das halten wir für falsch, das halten wir für einen Anschlag auf die Grundfesten der deutschen Rentenversicherung. Warum soll sich ein junger Mensch anstrengen in der Ausbildung? Warum soll sich anstrengen im Beruf, sich fortbilden, vielleicht den Meister machen oder die Technikerausbildung? Ja? Warum soll sich jemand anstrengen, wenn ihm gesagt wird, aber am Schluss, wenn du in Ruhestand gehst, ist alles Wurst, du wirst gleichgestellt mit anderen, die zum Teil gar nichts in das System eingezahlt haben. Das geht schlichtweg nicht. Wer eine solche Botschaft aussendet, wie diese beiden Anträge, die heute vorliegen, der demotiviert junge Menschen. Der demotiviert diejenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich in der Tat gerade auch in diesen Krisenzeiten anstrengen. Und sie strengen sich auch deswegen an, um den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie zu sichern, aber auch dafür, dass sie eines Tages eine anständige Rente erhalten. Und das wollen wir im Kern erhalten. Auf der anderen Seite ist auch richtig, dass es viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt, die in einer Situation sind, in der sie leider mit ihrem Gehalt und ihrer Lebensbiografie keine ausreichende Rente für das Alter sich erarbeiten können. Und deswegen sind ja auch die Vorschläge, die mit dem Grundrentengesetz jetzt vorliegen, Vorschläge, die orientiert an dem individuellen Rentenanspruch, den man sich erworben hat, einen Freibetrag in der Grundsicherung ermöglichen sollen, beziehungsweise sie ermöglichen sollen, dass diese zu niedrigen Rentenansprüche eine Aufwertung erfahren. Und zwar immer eine individuelle Aufwertung. Also keine Einheitssoße für alle, sondern individuelle Aufwertung von Rentenansprüchen, damit man von dieser Rente auch leben kann. Das ist das richtige Rezept. Der zweite systematische Fehler ist, diese Einheitsrentenvorschläge, die letztendlich nichts anderes sind als eine Umbenennung von Sozialhilfe, führen dazu, dass dieses System immer mehr steuerfinanziert ist. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, gerade die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sagt ja, die beitragsfinanzierte Rente, die ist eigentumsgeschützt. Und es hat einen großen Wert für alle Rentner und Rentner, für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmer. Sie haben sich da etwas erworben, auf was sie einen echten, unverbrüchlichen Anspruch haben. Und das möchte ich auch für die Zukunft erhalten. Es darf nicht sein, dass eines Tages der Finanzminister und nicht mehr der Arbeits- und Sozialminister für die Rente zuständig ist. Und es darf nicht sein, dass einmal Tages im Bundestag je nach Haushaltslage über Höhe oder Tiefe von Rentenansprüchen entschieden wird. Nein, wir wollen daran festhalten, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer einen selbst erworbenen Anspruch, unverbrüchlichen Anspruch an die Rentenversicherung und ihre Leistungen haben. Und wir wollen keine staatsfinanzierte Einheitsrente. Das führt ins Verderben. Und nun haben ja viele Arbeitnehmerinnen eben zu Recht etwas gemacht, was auch wichtig ist. Nämlich sie einen zusätzlichen Anspruch auf Rente erworben. Und gerade für die Geringverdiener ist das ein Problem, weil sie kaum Möglichkeiten dazu haben. Deswegen haben wir schon beim Betriebsrentenstärkungsgesetz gesagt, wir schaffen einen rein arbeitgeberfinanzierten Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge, den wir steuerlich entsprechend unterstützen, damit auch ein Geringverdiener, ohne einen eigenen Euro anrühren zu müssen, eine Zusatzrente sich aufbauen kann. Und ich bin froh, dass wir dann, wenn wir mal das Grundrentengesetz hier beraten und beschließen, diese Förderung verdoppeln.
Ja, wir wollen auch Geringverdienern ermöglichen, dass sie eine Zusatzrente haben, damit sie am Lebensabend in der Rente auf zwei Säulen bauen können. Auf die gesetzliche Rente als wichtigste, aber auch eine Zusatzrente als Betriebsrente, die ihnen das ermöglicht, was die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer sich wünschen, nämlich ein auskömmliches Einkommen im Alter. Vielen Dank. Vielen Dank. Es folgt als nächster Redner für die Fraktion der FDP der Kollege Johannes Vogel. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der weit über die Frage Altersarmut hinausgehende Antrag der Linken wird gleich von meinem großartigen Kollegen Matthias Nölke in seiner Jungfernrede ausreichend gewürdigt werden. Und deshalb will ich mich auf das Thema Altersarmut konzentrieren und hier mehr über den Elefant im Raum reden, nämlich das sogenannte Grundrentenmodell der Großen Koalition. Peter Weiß hat es wahrscheinlich aus Gründen nur gestreift, Ralf Kapschack ist intensiver drauf eingegangen, aber wir hatten ja diese Woche eine Anhörung zu Ihrem Vorschlag. Und ich finde, die muss man in dieser Woche auch im Plenum ein Stück weit würdigen. Seit über einem Jahr verrennt die Koalition sich jetzt in der Sackgasse eines schlechten Modells für eine eigentlich sehr wichtige Frage. Und leider muss man sagen, genau diesen Eindruck hat die Anhörung auch wieder voll unterstrichen. Bevor wir mal einen Blick darauf werfen, was da so gesagt wurde, will ich noch mal kurz den Bundesarbeitsminister zitieren, was er in seinem allerersten Interview, in der allerersten Frage in der Bild am Sonntag zur Zielsetzung der Grundrente der Koalition gesagt hat. Ich zitiere: Sehr viele Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, landen in der Grundsicherung. Jemand, der jahrzehntelang gearbeitet hat, hat das Recht, mehr zu bekommen als jemand, der nicht gearbeitet hat. Das ist völlig richtig, lieber Hubertus Heil. Und jetzt hören wir uns mal an, was die Sachverständigen zu dieser Frage mit Blick auf ihr Grundrentenmodell gesagt haben. Ich zitiere Professor Werding, Rentenexperte der Uni Bochum. Das ist im vorliegenden Gesetzentwurf als Ziel im Grunde gar nicht mehr erhalten. Ich zitiere Alexander Gunkel, alternierender Verwaltungsratsvorsitzender der Rentenversicherung selbst. Das ist keine zielgenaue Maßnahme gegen Altersarmut, die hier hergestellt wird. Ich zitiere Georg Krämer, den ehemaligen Generalsekretär der Caritas, liebe Union. Was mich stört, ist einfach, dass beim jetzigen Modell die Armen leer ausgehen. Für all diejenigen, die keine 33 oder 35 Grundrentenjahre haben, bleibt es bei der Komplettanrechnung bei der Rente, bei der Grundsicherung im Alter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist doch kein geeignetes Modell gegen Altersarmut, liebe Union und SPD. In Zahlen sieht das wie folgt aus. 3/4 der Menschen, die trotz Ansprüchen in der Rentenversicherung in der Grundsicherung landen, gehen in ihrer Grundrente komplett leer aus, weil sie nicht ausreichend Versicherungsjahre haben. 3/4, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition. Auf der anderen Seite haben über 90% ihrer Empfänger ihrer Grundrente sind gar nicht in der Grundsicherung, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition. Dieses Grundrentenmodell hilft kaum gegen Altersarmut. Und das muss Ihnen doch endlich zu denken geben, liebe Kolleginnen von der SPD und von der Union. Und gleichzeitig haben Sie zur Gegenfinanzierung bisher nichts außer einem weißen Blatt Papier. Sie schaffen zahlreiche neue Ungerechtigkeiten und Sie ignorieren die eindringlichen Hilferufe der deutschen Rentenversicherung. Die haben uns in der Anhörung am Montag noch mal gesagt, dass die Verwaltungskosten dauerhaft bei dieser Grundrente, selbst nach der extrem teuren Einführung, 13% der Ausgaben für die Grundrente beträgt. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, 13%, um das mal einzuordnen, Vertreter der Linken und Vertreter der Koalition kritisieren regelmäßig private Rentenversicherungsanbieter für ihre hohen Verwaltungskosten. Bei der Riester-Rente zum Beispiel. Der Deutsche Verband der Verbraucherzentralen sagt, wir haben dort effektive Verwaltungskosten von 1,5 bis 1,6%. Zu Recht führen Sie dann immer an, ja, die deutsche Rentenversicherung, die ist besser. Die hat Verwaltungskosten bei allen sonstigen Rentenleistungen von 1,2%. Und jetzt wollen Sie allen Ernstes eine neue Rentenleistung mit 13% Verwaltungskosten einführen, das Zehnfache? Das kann doch nicht überzeugen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition. Was wir stattdessen brauchen, ist ein Modell, was sicherstellt, dass jede und jeder,
die gearbeitet und eingezahlt haben, im Alter mehr haben als die Grundsicherung und mehr als diejenigen, die das nicht getan haben. Wir haben Ihnen ein solches Modell vorgelegt, die liberale Basisrente. Die ist fair, zielgenau und finanzierbar und wäre der bessere Weg. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion Die Linke der Kollege Matthias Birkwald. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Riester-Rente, Rürup-Rente, Sockel-Rente, Zuschussrente, solidarische Lebensleistungsrente, Solidarrente, Nahles-Rente, Flexi-Rente, Plus-Rente, Respekt-Rente, Basis-Rente, Garantierente und aktuell die sogenannte Grundrente. Chaos pur. Und nun will die Linke eine solidarische Mindestrente einführen. Und die ist dringend nötig, denn nach den Kriterien der Europäischen Union liegt die offizielle Armutsschwelle in Deutschland für Alleinlebende bei 1136 Euro. Danach sind 18,2% aller Menschen ab 65 arm, fast jeder Fünfte. Das sind 1,3 Millionen Männer und 1,7 Millionen Frauen, also 3 Millionen Menschen. Altersarmut gibt es schon heute und darum brauchen wir eine echte Mindestrente, die ihren Namen verdient. Wir Linken wollen keine Grundrente, sondern eine einkommens- und vermögensgeprüfte solidarische Mindestrente, die mit vielen Bausteinen sicherstellt, dass niemand im Alter von weniger als aktuell 1050 Euro netto leben muss, im Einzelfall in teuren Städten ergänzt um ein reformiertes Wohngeld. Wir wollen kein bedingungsloses Grundeinkommen für Ältere. Wir fordern für Menschen ab 65 Jahren, deren Alterseinkommen aus gesetzlicher Rente, Betriebsrente und privater Vorsorge unter 1050 Euro liegt, einen Zuschlag, der die Einkommenslücke bis dahin füllt. Und warum? Ganz einfach. Artikel 1 unseres Grundgesetzes lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das muss auch für alle Menschen nach ihrem 65. Geburtstag und für Menschen mit Erwerbsminderungen gelten. Meine Damen und Herren, wir müssen künftige Altersarmut verhindern und heutige Altersarmut bekämpfen. Die meisten der 36 OECD-Staaten haben das verstanden. Nur in Australien, Finnland, den USA und Deutschland gibt es keine Mindestrente für ältere Menschen. Und das darf nicht so bleiben. Am vergangenen Montag gab es eine Sachverständigenanhörung zur sogenannten Grundrente der Bundesregierung. Ergebnis: Mehr als die Hälfte der 3 Millionen Armen jenseits der 65 werden von der sogenannten Grundrente der Bundesregierung keinen Cent sehen. Und dafür sind Sie verantwortlich, werte Kollegen Linnemann von Stetten und andere vom Wirtschaftsflügel der CDU/CSU. Gegen Altersarmut wird die sogenannte Grundrente wegen Ihrer Verschlechterung des Gesetzentwurfs nicht wirklich helfen, und das ist schlecht. Wir brauchen aber gute Ideen, und da lohnt ein Blick nach Österreich. Dort heißt die Mindestrente Ausgleichszulage. Alleinstehende Rentnerinnen und Rentner ab 15 Beitragsjahren erhalten dort die Ausgleichszulage, bis sie monatlich auf eine Rente von 917 Euro kommen. Und diese Ausgleichszulage wird 14 Mal im Jahr gezahlt. Das heißt, in Österreich hat man also monatlich mindestens eine Rente von 1070 Euro und 24 Cent. Und das ist gut so. Übrigens, wer keine 15 Versicherungsjahre schafft, erhält die 917,35 Euro 12-mal im Jahr als bedarfsorientierte Mindestsicherung. Und das sind immer noch gut 100 Euro mehr als die durchschnittliche Grundsicherung im Alter in Deutschland. Ja, es ist nicht alles gut, was aus Österreich zu uns kommt. Aber in der Rentenpolitik können wir viel von den Österreichern lernen. Meine Damen und Herren, zunächst müssen wir Altersarmut verhindern. Dazu braucht es gute Löhne. Deshalb fordert die Linke erstens, die Tarifbindung und die gewerkschaftliche Verhandlungsmacht zu stärken. Tarifverträge müssen deutlich leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden können. Das Ziel ist klar. Schluss mit der Tarifflucht, Schluss mit dem Lohndumping und Schluss mit dem Missbrauch von Werkverträgen, und das nicht nur in den Schlachtbetrieben. Zweitens.
müssen die Renten innerhalb von 4 Jahren um zusätzliche 10% steigen. Dann wären wir wieder bei einem lebensstandardsichernden Rentenniveau von 53%, und das ist finanzierbar. Die Chefin und ihren durchschnittlich verdienenden Angestellten würde das monatlich nur gut 33 Euro mehr an Rentenbeitrag kosten, bei 3.379 Euro Bruttogehalt im Monat. Es geht. Meine Damen und Herren, wir brauchen aber auch wirksame Maßnahmen gegen die Altersarmut für Menschen ab 55 Jahren und für die heutigen Rentnerinnen und Rentner. Viele von ihnen haben Jahrzehnte ohne gesetzlichen Mindestlohn arbeiten müssen. Ich denke da beispielsweise an Friseure, Kassiererinnen, Paketzusteller, Pflegerinnen, Reinigungskräfte, Bäckerei, Fachverkäuferinnen oder Kellner. Sie haben jetzt im Alter fast keine Chance mehr, noch aus der Sozialhilfe je herauszukommen. Und darum sollte drittens die Rente nach Mindestentgeltpunkten, Herr Weiß, für Beschäftigte mit niedrigem Einkommen reformiert fortgeführt werden. Noch heute erhalten 3,6 Millionen Menschen, überwiegend Frauen, diesen guten Rentenzuschlag für ihre Arbeit zu niedrigen Löhnen vor dem Jahr 92. Allerdings, statt 35 Beitragsjahre sollten 25 Jahre als Voraussetzung genügen, denn dann hätten mehr Frauen im Westen bessere Chancen auf einen Rentenzuschlag. Und der Zuschlag für Verdienste bis zu 80% des Durchschnittslohns gelten, das ist wichtig. Insgesamt wäre das besser als die sogenannte Grundrente. Viertens, damit wir unverschuldete Lücken im Lebenslauf wenigstens bei der Rente schließen, müssen endlich wieder Rentenversicherungsbeiträge für Arbeitslose und Erwerbslose in Hartz IV gezahlt werden, und zwar in Höhe des halben Durchschnittsbeitrags. Fünftens wollen wir alle Menschen mit Erwerbseinkommen in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen, auch Selbstständige und Beamtinnen und Beamte. Und wir Bundestagsabgeordneten sollten als Erste vorangehen. Und wenn wir all diese und viele andere Maßnahmen nicht für eine Rente oberhalb der Armutsgrenze genügen sollte, dann wollen wir sechstens mit der einkommens- und vermögensgeprüften solidarischen Mindestrente armen Senioren und Senioren einen Zuschlag aus Steuermitteln zahlen, damit niemand im Alter von weniger als 1.050 Euro und gegebenenfalls Wohngeld leben muss. Zum Schluss. Unser Ziel ist, dass so wenige Menschen wie möglich die solidarische Mindestrente benötigen werden. Und unser Ziel ist, dass der Zuschlag so gering wie möglich ausfallen möge, weil die gesetzliche Rente deutlich über 1.050 Euro liegt. Wir rechnen mit Kosten in Höhe von maximal 11 Milliarden Euro. Ein Leben in Würde im Alter, das muss es uns wert sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen der Kollege Markus Kurk. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich vor knapp 2 Wochen von dieser Stelle über das Thema grüne Garantierente, Mindestrente, Grundrente gesprochen habe, hatte ich ja angekündigt, dass ich noch am Nachmittag des nämlichen Tages meiner Friseurin, bei der ich dann endlich mal nach über 2 Monaten wieder einen Termin haben konnte, erklären würde, wie die verschiedenen Rentenkonzepte aussehen. Und ich kann Ihnen jetzt berichten, welches auf Platz 1 gelandet ist und wie diese Modelle verstanden wurden. Und es wird Sie wenig überraschen. Transparent, einfach, klar hat die grüne Garantierente als Erste auf Platz 1 das Ziel erreicht. Nämlich, klar nachvollziehbar, 30 Versicherungsjahre führen zu 30 Entgeltpunkten, also rund 1.000 Euro. Der Erhöhungsmechanismus folgt dem ganz normalen Erhöhungsmechanismus der gesetzlichen Rentenversicherung, und in Ergänzung gegebenenfalls mit Wohngeld wird damit flächendeckend Einkommen oberhalb der Grundsicherung erreicht. Und damit ist die Garantierente eine echte Rente. Was man von der Mindestrente der Linken nicht behaupten kann, denn sie ist eine verbesserte Sozialhilfe, und auch von der Grundrente der Bundesregierung nicht, weil ja regelmäßig Personen in die Grundsicherung dennoch fallen. Darum müssen Sie da ja auch einen Freibetrag einführen.
Und mitnichten, Herr Weiß, ist es so, dass die Garantierente eine Einheitsrente darstellt, wie Sie hier auf der verzweifelten Suche nach Kritikpunkten behauptet haben. Wer mehr als 30 Entgeltpunkte hat, hat natürlich gestaffelt, wie bisher nach dem Äquivalenzprinzip, sein Einkommen. Also insofern geht dieses auch ins Leere. Bei dem Versuch meiner Friseurin, die Grundrente der Bundesregierung zu erklären, bin ich dann leider gescheitert, was nicht an den intellektuellen Fähigkeiten meiner Friseurin liegt. Wer gestern im Ausschuss für Arbeit und Soziales die parlamentarische Staatssekretärin Annette Kramme erlebt hat, wie sie mehrere Minuten in einem hochverdichteten juristischen Text brauchte, um Funktionsweise und Anspruchsvoraussetzungen der Grundrente zu erklären, kann sich leicht vorstellen, dass dieses Vorhaben auch scheitern musste. Es führte auch zu einer derartigen Einbuße an Konzentration bei meiner Friseurin, dass ich um meinen im Entstehen begriffenen Haarschnitt fürchten musste und dann abgebrochen habe. Was das Rentenkonzept der Linken anbelangt, habe ich zunächst mal beschrieben, so wie Sie das ja in Ihrem Antrag auch haben, dass es mit über 2% Beitragssatzanstieg in der gesetzlichen Rentenversicherung verbunden ist, 11 Milliarden Kosten für die Mindestrente, 7 Milliarden für eine Erhöhung des Bundeszuschusses und als ich dann darauf einging, was das für Folgen hat für Steuern und Abgaben für Ihre Bezüge, wollte sie dann von den Einzelheiten auch nichts mehr wissen. Worüber sie allerdings empört war, dass zu den Anspruchszeiten nicht Zeiten der Arbeitslosigkeit dazugehören bei der Grundrente der Bundesregierung. Arbeitslosigkeit, nicht erst seit Corona-Zeiten, ist leider, weil immer wieder Umbrüche da sind, Arbeitslosenzeiten sind leider Bestandteil einer Erwerbsbiografie heutzutage. Und deswegen finde ich, müssen sie auch als Anspruchszeiten für eine Mindest- oder Grundrente und Garantierente gezählt werden. Ich möchte leider nur noch knapp Zeit auf eine Konsequenz, aber auch noch mal aus der Anhörung eingehen, die am Montag da war. Also was auch immer aus Ihren Beratungen erwächst. Aber ich sage Ihnen, verzichten Sie wenigstens auf die Anrechnung der Kapitaleinkünfte. Denn das ist ja widersinnig, was da herausgekommen ist. Ja? Die Rentenversicherung sagt, sie muss dann mit dem Kontenabrufverfahren, das erfunden wurde, um Terrorismus und Geldwäsche zu bekämpfen, auf Kleinstsparer zugehen, um dann Einkommen aus Kapital in Höhe von vielleicht nur ein paar Euro zu ermitteln. Also das Kontenabrufverfahren, das ist ja gewissermaßen die Elefantenbüchse zur Verfolgung von Schwerstkriminalität und Islamisten. Und die deutsche Rentenversicherung geht dann mit dieser Elefantenbüchse auf Mäusejagd. Ja? Also das ist doch wahnwitzig. Und wenn wenigstens bei dieser Mäusejagd ein paar Mäuse rauskämen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass das Ganze mehr kostet, als es einbringt. 80 Millionen Kosten, 20 Millionen Erträge. Also ich muss Ihnen sagen, Sie haben noch eine ganze Menge Arbeit vor sich im parlamentarischen Verfahren. Und was auch nicht wirklich funktioniert, ist die automatisierte Auszahlung. Denn die bringt mit sich, dass im Moment des Entstehens des Bedarfes, der nicht gedeckt wird, sondern dass es 2 Jahre dauert beim Übergang vom Erwerbsleben in die Grundrente, bis man dann diese Grundrente überhaupt kriegt. Und in der Zwischenzeit sind wahrscheinlich viele Leute in der Grundsicherung im Alter, werden erstmal Erspartes aufbrauchen müssen. Und ich appelliere doch sehr, das sollte unser gemeinsames Interesse sein, dass wir nicht jetzt hier Erwartungen wecken, die ein Gesetz nachher gar nicht erfüllen kann und damit Enttäuschung und Vertrauensverlust in die gesetzliche Rentenversicherung produzieren. Und das Einfachste, um dem vorzubeugen, nochmal, wäre natürlich unser hier heute zur Abstimmung stehendes Rentenkonzept einer grünen Garantierente. Vielen Dank. Vielen Dank. Lieber Herr Kurz, vielleicht sollten Sie öfter mal zum Friseur gehen, bevor Sie hier im Bundestag reden. Da scheint Ihre Rhetorik sehr zu beflügeln. Nächste Rednerin für die Fraktion der SPD ist die Kollegin Daniela Kolbe.
Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich will mal mit dem gemeinsamen Anfang Bezug nehmend auf die Anträge der Linken und auf den der Grünen, der etwas später dazu gekommen ist. Und da kommen schon ein paar Punkte zusammen für uns als Sozialdemokraten. Ja, wir wollen die gesetzliche Rente stärken, denn für die allermeisten Menschen ist sie der Kern der Altersversorgung. Also da können wir auf jeden Fall gemeinsam ein Häkchen dran machen. Und wir stellen auch gemeinschaftlich fest, dass sie selbst für langjährig Versicherte in manchen Fällen nicht armutsfest ist. Insbesondere für Menschen mit sehr niedrigen Einkommen, die es in den letzten Jahrzehnten gab, für Menschen mit Erwerbsbiografien mit harten Brüchen, weil sie zum Beispiel Kinder erzogen haben oder Pflegebedürftige gepflegt haben. Und wir sind auch einig miteinander, dass wer eine armutsfeste gesetzliche Rente haben will, natürlich bei den Löhnen anfangen muss und zum Beispiel den von der SPD eingeführten Mindestlohn auf 12 Euro anheben muss. Das ist der richtige Weg. Und bei Hirngespinsten den Mindestlohn einzufrieren oder sogar abzusenken, da können wir nur den Kopf schütteln. Richtig? Wenn ich aber auf den Antrag schaue, dann der Linken, dann muss ich sagen, bei Ihnen fehlen die Tarifverträge, auch wenn sie jetzt im Beitrag vorkamen. Da könnten Sie bei dem Antrag ruhig nochmal nacharbeiten, denn Mindestlohn, das bleibt nur ein nicht sehr guter Lohn. Und für uns als SPD ist klar, ein guter Lohn, das ist ein Tariflohn und wir wollen, dass es in Deutschland mehr Tariflöhne gibt. In einem entscheidenden Punkt sind wir mit den Linken aber dezidiert nicht einig. Und das ist leider auch der Kern Ihres Antrages. Das ist die sogenannte solidarische Mindestrente. Denn die bedeutet, dass de facto jeder diese mindestens 1050 Euro Mindestrente bekommt, egal wie viel er oder sie gearbeitet hat. Das entspricht nicht unserem Ansatz von Leistungsgerechtigkeit. Denn um eine Rente in dieser Höhe selbst zu erarbeiten, muss selbst nach diesem Ansatz der Rente nach Mindestentgeltpunkten jemand mit sehr niedrigen Einkommen mehr als 41 Jahre lang arbeiten. Das heißt also, dass in der Rente eine Reinigungskraft, die 41 Jahre lang malocht hat, jemandem gleichgestellt ist, der nie gearbeitet hat, oder mit jemandem, der nach jetzigem System nie eingezahlt hat, weil er selbstständig war. Und das würden sehr viele Menschen als schreiend ungerecht empfinden. Mittlerweile haben fast alle Fraktionen ihr eigenes Konzept einer Mindestbasis, Garantie, Respekt oder Grundrente vorgelegt. Einige sind mehr und andere sind weniger oder gar nicht geeignet, Armut zu vermeiden oder den Menschen Respekt entgegenzubringen. Das Grundrentenkonzept der SPD ist, Überraschung, aus unserer Sicht das mit Abstand beste Konzept, das eine richtige Mischung aus Armutsvermeidung und aber im Zentrum stehend einem Respekt vor Lebensleistung ist. Denn für uns ist ganz entscheidend wichtig, wir wollen, dass die Sozialversicherung Rente wieder ein höheres Vertrauen bekommt. Und dafür ist entscheidend, dass wer jahrzehntelang hart verdientes Geld in diese Versicherung einzahlt, für den muss sich das nach einem langen Erwerbsleben auch auszahlen. Da muss mehr rausspringen als Grundsicherung. Von unserem Konzept jedenfalls werden 1,3 Millionen fleißige Menschen profitieren. Und die Grundrente hat allen anderen Konzepten noch etwas ganz Entscheidendes voraus. Sie steht nämlich kurz vor der Umsetzung. Es ist kein Geheimnis, dass wir lange gerungen haben und immer noch ringen, was die Umsetzung der Grundrente angeht. In der letzten Sitzungswoche haben wir endlich die erste Lesung der Grundrente gehabt. Und alles andere als eine zweite und dritte Lesung vor der Sommerpause wäre der blanke Hohn, gerade in der jetzigen Situation. In dieser Zeit ist sehr viel die Rede von Respekt. Ich konnte mich darauf verlassen in den letzten Monaten, dass ich in den Supermarkt gehen kann, dass ich in die Apotheke gehen kann, dass ich in die Arztpraxis gehen kann, dass meine Großeltern gepflegt werden, dass Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer sicherlich in der Mehrzahl
Waren liefern an die Supermärkte, dass mir der Postbote meine Lieferung an die Haustür bringt und das Essen, wenn ich im Homeoffice arbeite. Und ich kann mich darauf verlassen, dass hier im Bundestag die Räume sauber gemacht sind. Wir alle müssen doch festhalten, dass diese Menschen einen erheblichen Beitrag dazu leisten, dass unser Zusammenleben funktioniert. Und es ist zynisch, dass gerade diese Menschen, denen wir hier Standing Ovation alle miteinander gespendet haben, nach einem Leben voller Arbeit und Rentenbeiträgen, oft in der Rente nur in Grundsicherungsnähe landen. Und es wäre zynisch, diesen Menschen, die gerade unseren Laden am Laufen halten, jetzt die lange Nase zu zeigen und zu sagen, ja, ist jetzt gerade irgendwie schwierig, ist ja schwer, deswegen können wir jetzt leider die Grundrente doch nicht machen. Und deswegen, liebe Union, sage ich, gebt euch einen Ruck. Lasst uns das jetzt durchziehen. Beschließen vor der Sommerpause. Lasst diese fleißigen Leute nicht im Regen stehen. Es geht um 1,3 Millionen Menschen in diesem Land. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass die Grundrente Wirklichkeit wird am 01.01.2021. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kolbe. Und für die AfD-Fraktion hat als nächstes das Wort der Kollege Norbert Kleinwächter. Bitte schön. Werter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, wir haben ein veritables Problem im Rentenversicherungssystem. Das Rentenniveau sinkt ständig, die Rentenauszahlungen kommen den explodierenden Preisen gar nicht mehr hinterher. Und daraus entsteht natürlich ein Armutsrisiko im Alter. Aber ich werde nicht müde zu betonen, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich mache es aus Überzeugung, diese Effekte, die wir sehen, sind letztendlich die Effekte der jahrzehntelangen Fehlpolitik von CDU, CSU und SPD. Und das ist nicht nur die Lohnpolitik, Frau Kolbe, die da schiefgelaufen ist. Sie haben die Rentensystematik immer wieder für Wahlkampfgeschenke missbraucht. Sie haben die Rentenkassen regelmäßig geplündert für andere Zwecke. Und vor allem, Sie haben die Axt an den Grundpfeiler des Rentensystems angelegt, nämlich an unsere Kinder und Familien durch ihre falsche Familienpolitik. Und wenn ich mir ansehe, wie in Ihrem Lockdown gerade die Familien die Leidtragenden sind, dann muss ich sagen, das ist nicht nur eine Katastrophe für das Rentensystem, das ist eine Schande für unser Land. Und als ob das nicht reichen würde, verschwendet Merkel mit Macron zusammen auch noch über 100 Milliarden Euro mal eben an EU-Pleitestaaten. Ich sage Ihnen, was von dem Geld könnte man systematisch und dauerhaft und sehr effektiv viele Bürger vor Armut bewahren. Aber nicht so, wie das die Linken und die Grünen gerade in ihren sozialistischen Konzepten vorschlagen. Ihre sozialistischen Mindestrentenkonzepte, das ist ungefähr so, wie wenn ich versuche, meinen Durst mit Cola zu stillen. Ja, das schmeckt erstmal lecker, aber die gesundheitlichen negativen Konsequenzen stellen sich schon eine Stunde später ein. Was wollen Sie? Die Grünen. Sie wollen eine durchschnittliche Rentenauszahlung ab einer gewissen Beitragsjahrenanzahl, die höher ist als die durchschnittlichen Renten, die im Moment bezahlt werden. Und die Linken, die sind ganz heiß drauf. Herr Bergwald, Sie sind ganz heiß drauf. Sie wollen eine sozialistische Mindestrente haben für alle ab 65, die in Deutschland sind, von 1050 Euro. Bürger aller Länder, begebt euch nach Deutschland und genießt die sozialistische Mindestrente, bezahlt vom deutschen Steuerzahler. Ich muss Ihnen sagen, da sind wirklich 28 Stück Würfelzucker drin auf dem Liter. Aber die ganze Sache ist nur lecker, solange Sie nicht auf die Zutatenliste gucken. Denn das bedeutet natürlich Milliardenausgaben, aber Milliardenausgaben. Und das bedeutet, entweder man erhöht die Beiträge und die Steuern massiv. Das bedeutet, dass diejenigen, die hart arbeiten, viel, viel weniger von ihrem Einkommen haben und viel, viel mehr an der Kasse bezahlen. Oder aber Sie lösen es über Schulden, dann erwarten Sie, dass unsere Kinder, Enkel und Urenkel mal eben das zurückbezahlen, was jetzt letztendlich ausgegeben worden ist. Oder Sie machen es, liebe Unionskollegen aller EZB, Sie drucken einfach mal das Geld, dann wird zwar das Geld mehr, aber dummerweise die Waren nicht und damit explodieren die Preise. Eine klassische Milchmädchenrechnung, da ist der Zuckerschock garantiert. Werte Kolleginnen und Kollegen, das Problem der Altersarmut und die Defizite in unserem Rentensystem sind wirklich ein zu gründliches Problem, als dass man es mit solchen knallroten Marketing-Gags hier kommentieren sollte, wie die von Linken und Grünen im Moment. Und ganz ehrlich, bevor Sie sich auf solche gefährlichen Mixturen einlassen,
bleiben Sie lieber beim schnöden Wasser. Herzlichen Dank. So, wir kommen zur nächsten Rednerin. Für die Fraktion der CDU-CSU-Fraktion hat das Wort die Kollegin Antje Letzius. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder der Fraktion Die Linke, in der vergangenen Sitzungswoche erfolgte die erste Lesung eines vielversprechenden Gesetzesentwurfs zur Einführung einer Grundrente. 13 Tage später kommen Sie mit einem weniger vielversprechenden Antrag für eine sogenannte solidarische Mindestrente. Dabei ging es mir bei der Lektüre Ihres Antrags wie bereits des Öfteren, wenn Ihre Fraktion eine Idee zu Papier bringt. Eigentlich ganz sympathisch. Nur schaltete sich dann direkt wieder die Vernunft ein und ließ mich genauer hinsehen. Garantierte Mindestrente, ohne vorher dafür zu arbeiten, das klingt doch zu schön, um wahr zu sein. Und das ist auch zu schön, um wahr zu sein. Aber nun wieder im Ernst. Es gibt fraktionsübergreifend Einigkeit, dass in einigen Bereichen die Rente zu niedrig sind. CDU, CSU und SPD setzen auf die Einführung einer Grundrente. Auch die FDP hat ein Rentenkonzept vorgelegt. Jetzt packen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, wieder Ihre Idee einer Mindestrente aus, und auch die Grünen haben noch ihre Garantierente als Zusatzpunkt hinterhergeschoben. Dabei ist Ihr Entwurf einer Mindestrente aus einer ganzen Reihe von Gründen abzulehnen. Ein Vergleich mit dem Grundrentenrezept der CDU, CSU und SPD. Die Grundrente sieht vor, dass wer mindestens 33 Jahre gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt, aber nur unterdurchschnittlich Verdienste erzielt hat, künftig von einer höheren Rente profitieren soll. Wir haben es eben schon gehört, das sind ca. 1,3 Millionen Rentnerinnen und Rentner, darunter viele Frauen und Menschen in Ostdeutschland. Die Höhe der Grundrente kann rund 400 Euro betragen und damit zu einer deutlichen Verbesserung der Gesamtrente führen. Das ist gut und gerecht. Es entspricht unserer Überzeugung, dass sich Arbeit lohnen muss, dass Einsatz und Engagement wichtig sind und dass dies von der Gesellschaft nicht nur durch Worte, sondern auch praktisch wertgeschätzt werden muss. In Ihrem Antrag ist von Leistungsgerechtigkeit, von Passgenauigkeit und von Finanzierbarkeit hinwegen wenig zu finden. In Ihrem Antrag soll der gesetzliche Mindestlohn umgehend auf 12 Euro erhöht, das Rentenniveau auf mindestens 53% gehoben, Rentenversicherungspunkte auch für Arbeitslose gezahlt, Riester abgeschafft und weitere Gruppen in die Rentenkassen einbezogen werden. Dass der Lohn nicht frei vom Staat diktiert werden kann, dass der Einbeziehung neuer Personengruppen auch höhere Ausgaben gegenüberstehen, dass die Abschaffung der Riester-Rente zu einer Risikokonzentration auf die gesetzliche Rente führt, dass die demografische Entwicklung ein Mehrsäulenmodell umso wichtiger macht, all das wird ausgeblendet. Darüber hinaus sieht Ihr Antrag noch eine Mindestrente von 1.050 Euro netto vor. Die einzigen Bedingungen, ein Alter von 65 Jahren und Wohnsitz in Deutschland. Im Unterschied dazu schafft die geforderte Mindestzahl an Beitragsjahren beim Grundrentenkonzept einen Anreiz, eine Beschäftigung aufzunehmen und in die Rentenversicherung einzuzahlen. Die Grundrente zielt darauf ab, diejenigen besser zu stellen, die trotz eines Erwerbslebens voller Beschäftigung und Beitragszahlung nur für eine geringe Rente verfügen. Die Mindestrente hingegen nivelliert Leistung und Nichtleistung. Und auch der Antrag der Grünen ist weniger zielführend als die Grundrente. Herr Kurt, bei meinem nächsten Friseurbesuch werde ich ihr das mal erklären. Meiner Friseure, wir haben unterschiedliche Friseure. Er hebelt die Beitragsäquivalenz bis zu einer Beitragsleistung von 30 Entgeltpunkten vollständig aus und begünstigt Teilzeitbeschäftigung gegenüber Vollzeitbeschäftigung damit massiv.
Auf der Finanzierungsseite dürfte die sogenannte Garantierente ein Vielfaches der Kosten der Grundrente verursachen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Grundrente von CDU und CSU und SPD ist, auch wenn hier im parlamentarischen Verfahren noch Verbesserungen und Klarstellungen erfolgen müssen, das gerechtere, zielgenauere und finanzierbarere Konzept. Darum lehnen wir die Anträge der Linken und von Bündnis 90 Die Grünen ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Letzios. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben einen neuen Kollegen im Deutschen Bundestag, und zwar für den Stefan Ruppert ist nachgerückt der Kollege Matthias Nölke. Er hat heute seine erste Rede. Zu diesem Zweck sind ganz viele Abgeordnete der FDP ins Plenum gekommen. Einige sitzen auf den Plätzen der CDU-CSU, und Otto Fricke hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich nicht um ein politisches Statement handelt, sondern ausschließlich dem Abstandsgebot geschuldet ist. Lieber Kollege Matthias Nölke, Sie haben das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir müssen den Menschen helfen, die aktuell den Wohlstand unseres Landes erwirtschaften. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Unternehmerinnen und Unternehmer. Sie als Linke denken jedoch wieder nur an linke Umverteilung. Draußen stirbt der Mittelstand, und Sie treten noch nach, indem Sie die Belastung weiter erhöhen wollen. Ihre Forderungen sind existenzbedrohend, sie gehen auf Kosten der Jugend, und vor allem aber gibt es einen besseren Weg. Erstens sind Ihre Pläne existenzbedrohend, denn sie gefährden kurzfristig die Rettung von Unternehmen. Unternehmen, die aktuell unverschuldet Angst um ihre Existenz und die daran hängenden Arbeitsplätze haben. Ein Sprung im Mindestlohn um fast 30% und steigende Sozialversicherungsbeiträge sind in der momentanen Situation unverantwortlich. Die Menschen haben Angst vor Insolvenzen. Unternehmer opfern ihre private Altersvorsorge und ihr Erspartes, um Löhne zu zahlen. Wir dürfen die Belastungsschraube nicht weiter anziehen, meine Damen und Herren. Doch Ihr Antrag trifft auch die Arbeitnehmerseite. Fast 500 Euro jährlich wollen Sie beispielsweise einer langjährigen Pflegekraft im Krankenhaus zusätzlich wegnehmen. Ist das die soziale Arbeitnehmer- und Familienpolitik der Linkspartei in Corona-Zeiten, meine Damen und Herren? Zweitens gehen Ihre Forderungen auf Kosten der Jugend. Denn eben diese Beitragsanstiege und die von Ihnen zusätzlich verplanten Steuermilliarden belasten die kommenden Generationen noch stärker, als dies heute ohnehin bereits absehbar ist. Ein Leben für Steuer- und Sozialversicherung kann und darf nicht die Perspektive sein, die wir unserer Jugend wünschen, meine Damen und Herren. Und drittens gibt es einen viel besseren Weg. Eine Rente, die die Lebensleistung der Menschen würdigt, muss natürlich auch auf soliden finanziellen Beinen stehen. Wir Freie Demokraten fordern ein Rentenkonzept, das Altersarmut verhindert, ohne Arbeitsplätze zu gefährden. Wir fordern daher eine Basisrente, die fair und generationengerecht ist. Eine finanzierbare und solide Alterssicherung aus einem Guss. Wer arbeitet und vorgesorgt hat, muss im Alter mehr haben als derjenige, der das nicht getan hat. Und er muss selbstverständlich auch mehr haben als die Grundsicherung. Ja, Altersarmut ist ein Problem. Es ist aber ein Problem, das sich nicht durch eine linke Umverteilungsmaschinerie lösen lässt, meine Damen und Herren. Wir wollen ein Rentenkonzept, das Altersarmut bekämpft und generationengerecht ist. Unser Konzept haben wir bereits online zur Verfügung gestellt. Sie können es dort gerne nachlesen. Meine Damen und Herren, wir müssen den Menschen helfen, die den Wohlstand unseres Landes erwirtschaften. Sie als Linke denken jedoch nur wieder an linke Umverteilung. Draußen stirbt der Mittelstand. Sie treten noch nach. Wir lehnen Ihren Antrag deshalb mit aller Entschiedenheit ab. Der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion ist der Kollege Albert Weiler.
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren vor den Bildschirmen und natürlich auch auf der Tribüne. Was bleibt hängen von dieser Debatte? Einmal, dass die FDP näher an die CDU rückt. Herr Kurt redet vom Friseur. Bei der AfD werden die Kinder oder werden an die Kinder die Axt angelegt und die Linke als Nachfolger der SED setzt jetzt auf Menschenwürde, vergisst aber die Straftaten in Hohenschönhausen, Bautzen und sonstigen Stasi-Knasts. Da bitte ich einfach um mehr Demut. Meine Damen und Herren, jeder, der sich mit dem Thema Rente einmal auseinandergesetzt hat oder setzen musste, wird mir zustimmen, dass die Regelungen dazu sehr komplex sind, sehr intensiv und nicht immer leicht zu durchschauen. Das hat natürlich auch seine Ursachen, liegt im Wesentlichen darin begründet, dass mit dieser Gesetzgebung permanent bestrebt wird, größtmögliche Gerechtigkeit zu gewähren. Gerechtigkeit, meine Damen und Herren, lässt sich nun aber nicht einmal mit einfachen Mitteln erreichen, sondern braucht Kompromisse und muss auch Sonderfälle berücksichtigen. Mit ihrem Antrag macht es sich die Linke in diesem Sinne etwas aus meiner Sicht zu leicht. Sie versuchen, das Problem zu stark zu vereinfachen. Eine drastische Erhöhung des Mindestlohns, wie von Ihnen vorgeschlagen, ginge natürlich, und das wurde auch schon von vielen hier erwähnt, zu Lasten der ohnehin schon sehr gebeutelten Wirtschaft und würde Arbeitsplätze kosten. Wir haben eine Mindestlohnkommission, der Sie nicht vertrauen. Das heißt, Sie vertrauen auch nicht den Gewerkschaften. Sie sollten noch mal darüber nachdenken. Die pauschale Anhebung des Rentenniveaus auf 53% in Kombination mit einer Mindestrente für alle ist nicht finanzierbar ohne eine exorbitante Steigerung der Beiträge. Auch das wurde schon mehrmals betont. Diejenigen, die arbeiten, nein, es sind mehr, wenn wir auf 2025 gehen, sind wir schon bei 5%. Diejenigen, die arbeiten wollen, die wollen Sie also noch mehr beuteln. Wir haben hier im Übrigen in den letzten 10 Jahren für Beitragssenkungen gesorgt und die Versicherten entlastet. Auch das wollen Sie konterkarieren. Und statt Utopien und statt Weiterbelastung sollten Sie hier etwas gemacher vorgehen. Wir haben ebenfalls dafür gesorgt in den letzten 10 Jahren, dass der Durchschnittslohn um ca. 25% gestiegen ist, meine Damen und Herren. Ihr Vorschlag zur Fortführung der Rente nach Mindestentgeltpunkten ist letztendlich der Versuch, die Welle von der Regierung, unseres vorgeschlagenen Grundrentegesetzes mitzureiten, das ist erstmal gut, jedoch auf Ihrem völlig aus der Luft gegriffenen Niveau wird es dann wiederum schlecht. Es wird auch nicht besser, wenn Sie dazwischenreden, Herr Birkwald, aber können Sie natürlich. Ein Beispiel will ich auch dazu lassen. Sie fordern nach 25 Beitragsjahren und Verdienst zwischen 20% und 80% des Durchschnittsverdienstes einen kräftigen Zuschlag auf die Rente. Hört sich erstmal gut an. Aber in unserem Regierungsentwurf liest man hier ein ähnliches Konstrukt, aber mit deutlich mehr Augenmaß gestaltet. Es braucht 33 Beitragsjahre sowie ein Einkommen zwischen 30% und 80% des Durchschnittsentgeltes. Und bei der Festlegung dieser Zahlen geht es eben nicht nur um die Finanzierung des Vorhabens, es geht darum, besonders den Menschen mit langjährigen Erwerbsbiografien Respekt zu zollen. Die haben es verdient, meine Damen und Herren. Menschen, die lange Jahre hart gearbeitet haben, sollten sich nicht vor Altersarmut fürchten müssen. Das unterschreibe ich so, aber wir müssen das Ganze auch differenziert betrachten und wollen eben nicht den dauerhaft ergänzenden Verdienst, also den klassischen Minijobber, übermäßig fordern, daher die untere Schwelle von 30%. Außerdem soll auch kein Rentner um seinen Zuverdienst fürchten müssen. Hierfür werden entsprechende Freibeträge eingerichtet, die dann unschädlich für die Höhe des Rentenzuschusses und der Grundrente sind. Lassen Sie mich auch noch kurz auf die schon Ost-West-Differenz eingehen. Mit unserem Modell der Grundrente werden wir deutlich mehr Menschen im Osten Deutschlands einen Anspruch auf Grundrente geben. Das liegt im Wesentlichen daran, dass sie starke individuelle Erwerbsbiografien haben. Insgesamt waren die Einkommen in Ostdeutschland häufig unter dem Durchschnitt.
Aber die Menschen haben mit meist längeren Beitragsphasen erreichen können und somit häufiger den Wert auch von 33 oder 35 Beitragsjahren erreicht, weil sie eben länger gearbeitet haben. Und insbesondere davon profitieren auch die Frauen, weil im Osten damals nach der Geburt von Kindern ein schneller Weg in den Beruf wieder gefunden wurde. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende. Ja, kurz noch, ja, dann werde ich mich kurz halten. Kurz bitte. Ein Beispiel noch, die viel zitierte Friseurin, 38 Jahre, kriegt jetzt im Schnitt 40% des Durchschnittsentgeltes. Herr Kollege. Und, ja, also der geben wir das doppelt an Rente. Ich verkürze das mal. Der Antrag der Linken ist auf den ersten Blick ein Geschenkpaket, aber wenn wir das Paket aufmachen, gibt es da nur heiße Luft, die schnell entweicht. Und diese heiße Luft ist eben weg und deshalb werden wir den Antrag nicht unterstützen und bitten um Ablehnung. Dankeschön. So, der letzte Redner eilt herbei. Es ist der Kollege Max Straubinger. Er eilt gemächlich herbei. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, am Ende dieser Debatte, glaube ich, gilt es doch zuerst vielleicht manch Grundsätzliches festzuhalten. Einmal, die Bürgerinnen und Bürger können sich in Deutschland auf die Altersversorgung verlassen, insbesondere auf die gesetzliche Rentenversicherung. Gleichzeitig sind wir gut gefahren über die vergangenen Jahre und Jahrzehnte, nämlich mit dem Dreiklang, einmal die gesetzliche Rente, dann die betriebliche Altersversorgung und zusätzlich die private Altersversorgung sind der Bestandteil einer guten Altersversorgung, und zwar einer lebensstandardsichernden Altersversorgung in Deutschland. Das manifestiert sich auch darin, dass nur 3% der Altersrentner auf Unterstützung der Grundsicherung im Alter angewiesen sind und 10 bis 12% bei der Erwerbsminderung. Das hat die Große Koalition dazu veranlasst, entsprechende Planken neu zu setzen. Einmal auf der einen Seite, dass das Rentenniveau nicht absinkt, hier haben wir die 48%, gleichzeitig aber auch, dass die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler nicht über Gebühr belastet werden, nämlich mit dem, dass wir weiterhin den Beitragssatz unter 20% hier auch mit festhalten. Hier haben beide Teile, eines die Rentner, aber gleichzeitig dann auch die Beitragszahler, dass sie vor Überforderung geschützt sind, was die Linken völlig ausblenden hier natürlich mit in unserem Land. Und deshalb gibt es weiter, diesen Dreiklang zu unterstützen. Dafür steht die Große Koalition, einmal die gesetzliche Rente, dann die betriebliche Altersversorgung und gleichzeitig aber auch die private Vorsorge. Das kommt bei den Anträgen der Linken und bei den Grünen nicht so zum Ausdruck. Das möchte ich hier natürlich durchaus mit feststellen. Ich glaube, wir tun gut daran, auch weiterhin in dem bewährten System, nämlich das Rente Eigentum ist es und persönliches Eigentum ist des Beitragszahlers bedeutet. Das würde mit den Systemen, die heute vorgeschlagen worden sind von Linken bzw. auch der Grünen, würde das total verwischt werden. Ja, natürlich, Herr Strengmann-Kuhn, denn Sie alle haben zur Grundlage, dass unabhängig der Beitragszahlung eines Einzelnen eine gleiche Rente rauskommt. Die Linken 1.050 Euro, Sie 990 oder 980 Euro bei 30 Rentenpunkten, unabhängig der Beitragszahlung. Nämlich ob Mindestbeiträge eingezahlt worden sind oder nicht, oder ob ganz hohe Beiträge eingezahlt worden sind. Und das ist das Verwerfliche, weil das Beitragsäquivalenzprinzip damit aufgehoben wird und somit sich der fragen muss, der hohe Beiträge zahlt, warum zahle ich überhaupt hohe Beiträge? Warum soll er es zahlen? Warum nur, dass er sich selbst den Rentenanwalt schafft, der wirbt, oder das für andere in Solidargemeinschaft dann mit einbringt? Das hat mit entsprechender beitragsleistungsbezogener Rente überhaupt nichts zu tun. Und deshalb werden wir Ihre Anträge hier natürlich auch mit ablehnen. Und da muss ich schon, jetzt muss ich doch noch auf ein paar Dinge eingehen, was die Redner alles heute mitgebracht haben. Aber lieber Herr Kollege Kapschak,
Sie haben da geträumt davon, dass Sie wieder mit den Grünen Rentenpolitik machen wollen. Ich möchte nur daran erinnern, wie Rot-Grün Rentenreformen gemacht hat, wurde die Anwartschaft auf die Rente um 10% abgesenkt. Ob das also hier eine großartige Zukunftsversion ist, das müssen die Bürgerinnen und Bürger entscheiden jetzt einmal. Darüber hinaus, also die Kollegen der FDP, der Johannes Vogel und auch der junge Kollege, der hat immer geredet, was Sie für ein großartiges Konzept haben. Sie haben nur ein Schlagwort gehabt, eine Basisrente. Und das andere können Sie dann nachlesen im Internet nachher und so. In Wirklichkeit ist es, einen Grundfreibetrag zu schaffen in der Grundsicherung, um damit dann eine höhere Leistung zu haben. Ob das eine zielorientierte Rente ist, da frage ich mich auch jetzt einmal. Das Dritte, liebe Frau Kollegin Kolbe, Sie haben da ausdrücklich jetzt geworben dafür, dass in zweiter, dritter Lesung noch unser Rentenpaket hier verabschiedet wird, das eine Besserstellung bedeutet für geringfügigst Einzahlende. Das muss man so sagen, es ist keine Grundrente, das möchte ich ausdrücklich so feststellen, sondern, und was mich dabei persönlich stört, sage ich auch ganz offen, dass die Halbtagsbeschäftigungen wesentlich besser gestellt werden wie Vollzeitbeschäftigte. Aber sei es drum, das ist der Kompromiss. Aber ich sage auch ganz offen, da muss dann die SPD noch liefern. Denn es sind hier noch Planken gesetzt, nämlich es muss die Finanztransaktionssteuer eingeführt werden, das sehe ich noch nicht. Und auch der Bundesminister muss liefern, wie er die 400 Millionen, die er aus dem Haushalt hier mit erbringen will, wie die spezifiziert werden. Herr Kollege Straubel, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Vogel. Von der ja, FDP. Gerne, weil das verlängert meine Redezeit. Das, lieber Straubinger Max, war es mir in dem Fall wert. Du weißt ja so gut wie ich, dass unsere Basisrente ein umfangreicheres Konzept ist als ein Schlagwort. Das werden wir hier auch nochmal zur dritten Lesung einbringen, wenn es denn zur dritten Lesung kommt, der Grundrente. Meine Frage an dich ist, das ist ja ganz offensichtlich eine Aussage aus der Haltung heraus, das, was ihr als Koalition machen würdet, sei besser. Deshalb die ganz einfache Frage an dich, lieber Max, an Sie, lieber Herr, sehr verehrter Herr Kollege. Wenn die Grundrente so hier zur dritten Lesung ins Plenum käme, wie sie in der Anhörung am Montag von den Experten, sagen wir mal positiv gesprochen, gewürdigt wurde, würdest du zustimmen? Herr Kollege Straubing, wenn Sie in die Antwort gleich den Schlusssatz integrieren. Ja, das schaffe ich schon einigermaßen, Herr Präsident. Also das Basismodell der FDP war da bezeichnend jetzt dafür, dass der Johannes Vogel wiederum nicht versucht hat zu erklären. Also aber es geht ja jetzt erst, wir müssen ja noch beraten, wir sind ja mit in der Beratung und davon werden wir dann Entscheidungen im Bundestag auch mit abhängig machen. Ich werde es aber garantiert nicht so machen, wie es der Kollege Kurt getan hat, versuchen das dann alles so zu erklären, der Friseurin, da würde ich mit etwas anders unterhalten, aber der Herr Kollege Kurt wäre besser gewesen, er hätte sich eine Dauerwelle machen lassen, das wollte ich noch also zum Schluss haben, weil da hätte die Zeit länger gedauert dann nachher, also da wäre es dann möglich gewesen, Herr Kollege Kurt. In diesem Sinne, ich glaube, die Rentnerinnen und Rentner, die Beitragszahlerinnen und die Beitragszahler, die fahren gut mit der Absicherung bei der gesetzlichen Rentenversicherung, bei der betrieblichen Altersversorgung und bei der privaten Vorsorge, wenn Sie der Union vertrauen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Max Straubinger. Ich schließe die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt und wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Solidarische Mindestrente einführen, Altersarmut wirksam bekämpfen und das Rentenniveau anheben. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19595 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 8555 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung des Ausschusses? Das sind alle Fraktionen mit Ausnahme der Linken. Gegenprobe Die Linke, Enthaltungen keine. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses ist angenommen. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grüne mit dem Titel mit der Garantierente Altersarmut bekämpfen. Hier empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe C seine Beschlussempfehlung auf Drucksache 10033, den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grüne auf Drucksache 9231 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung des Ausschusses? Das ist AfD, FDP, CDU, CSU und SPD. Gegenprobe Grüne, Enthaltungen Linke. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen.
Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 33a bis 33i.